Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich war im Edeka. Ich habe jetzt keinen Wocheneinkauf getätigt, sondern einfach nur, was halt noch gebraucht wurde für zu Hause, weil wir haben wirklich einiges hier. Dann war ich kurz im Thomas Philips im Action und genau, und was ich Schönes eingekauft habe, das zeige ich euch jetzt. Gut, wir fangen an mit Mandarinen. Die waren die Woche im Angebot für 1,99 Euro. Das ist ein Kilo. Genau. Dann ein Kilo Orangen. Oder sind das mehr? Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, das ist weitaus mehr wie ein Kilo. Muss ich mal gucken. Ach, keine Ahnung. Zumindest die Orangen auch 1,99 Euro. Dann habe ich einmal Schlagsahne gebraucht, durfte auch mit. Dann habe ich hier diese Jägerklößchen entdeckt. Sehen eigentlich ganz lecker aus. Wir machen das eigentlich alles frisch, tun wir das zubereiten. Aber ihr wisst ja, es gibt so Tage, wo es echt mal schnell gehen muss. Und da finde ich das eigentlich ja sehr ansprechend, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Da habe ich, wie gesagt, zwei Packungen mitgenommen. Dann muss ich gerade mal überlegen. Genau, dann habe ich nur noch Toilettenpapier mitgenommen. Und ich glaube, von dem. Nee. Das erste Mal, dass ich Spekulatius jetzt gekauft habe, weil im September kaufe ich keine Spekulatius. Und das ist mir alles noch zu früh, weil. Sonst esse ich ständig davon und dann, wenn dann die schöne Weihnachtszeit kommt, dann habe ich keine Lust und keinen Appetit mehr darauf. Und da, ich finde, es ist was Besonderes. Das ist ein Weihnachtsgebäck und ja, und deswegen esse ich das auch nur über Weihnachten. Na, also im Dezember besser gesagt, ich werde das eher zur Seite stellen. Aber ich habe mir mal schon, also ich habe mir schon mal eine Packung mitgenommen. Die sind ja wirklich lecker. Ich liebe Spekulatius. So, und dann habe ich mir noch einen Kaffee mitgenommen. Genau, das war der Einkauf. Und jetzt zu meiner Weihnachtsdeko. Eine Brezel habe ich mir noch gekauft. Genau. So, jetzt geht es weiter. Ich habe mir hier so zwei Adventskränze geholt. Nein, das sind Girlanden. Habe ich mir zwei geholt, eins für die Küche und das andere fürs Wohnzimmer, für das Fenster. Genau, 1 Euro. Das ist super günstig. Dann habe ich mir für den Flur, für die Girlande hier so eine silberne Kette gekauft. Ich wollte, das ist übrigens vom Action, genau, ich wollte eine schneeweiße, hatten die leider nicht und somit durfte die silberne mit. Genau, das ist für die Lichterkette, nee, für unser, ich muss gerade überlegen, Weihnachtsgirlande im Flur. Genau, weil ich mache ja bei der Treppe, mache ich hier diese Girlande wieder runter. Und dann dachte ich mir, okay, so eine Kette ist eigentlich ganz schön. Die durfte auch mit. Dann war ja, deswegen bin ich auch noch mal ins Action. Ich habe wirklich eine Lichterkette gebraucht, beziehungsweise zwei. Ich zeige euch die erstmal für unseren Weihnachtsbaum. Das wird mit Sicherheit nicht reichen. Und dann habe ich so einen Lichtervorhang geholt. Solar, genau. Und das war im Angebot die Woche für 4,99 Euro. Da kann man echt nichts sagen und ich bin mal gespannt abends, wenn es dunkel ist, wie das dann ausschaut draußen. Ja, dann war ich kurz im Thomas Philips und habe mir zwei Topflappen gekauft. Also das waren zwei in einem für 1,99 Euro. Die gab es auch schon letztes Jahr. Ich gehe immer daran vorbei und denke mir, ach, brauchst du nicht und dann ärgere ich mich. Warum ich sie nicht geholt habe und dieses Jahr habe ich sie mir geholt. Ich mag ja auch das Karo-Muster, es passt sehr gut in unsere Küche und für 1,99 Euro zwei Stück, also da kann man doch wirklich nichts sagen. Dann habe ich mir für die Küche, habe ich mir hier so, ich gucke
gerade, ob das nicht mehrere sind. Das ist so ein Aufhänger, aber ich glaube, das sind zwei. Ich bin mir nicht sicher. Der durfte mit, genau. Und dann habe ich was entdeckt. Das finde ich so schön und das ist dann auch für unsere Küche oder fürs Esszimmer. Und wenn mir das halt wirklich, ich schaue mal, wie es ausschaut auf dem Tisch und wenn mir das gut gefällt, dann werde ich mir noch eine Tischdecke holen, vorausgesetzt, die haben die. Das ist so ein Tischläufer, besser gesagt. Schaut mal dieses Muster. Ich finde das richtig toll. Das hatte mich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, entweder 2,99 Euro oder 3,99 Euro hat das nur gekostet. Und ich finde, das sieht richtig schön aus. Ja, das durfte auf jeden Fall mit. Und das war es auch schon mit meinem Haul. Es war jetzt nur ein kurzes Video, ist aber auch weiter nicht schlimm, denke ich mal. Ja, genau. So, und am Donnerstag kommt das nächste Video. Mal schauen, vielleicht wird der Einkauf etwas größer. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde sagen, wir sehen uns am Donnerstag. Ciao.